Hallo zu Undergrid, Claudio Schießel mein Name, AK Civic, heute die 124. Folge. Es geht heute um einen Wochenrückblick. Ich habe mir ein paar Themen ausgesucht, die Woche, international wie auch national, und wollte mal dazu ein bisschen frei von der Leber sprechen. Wie man im Bild schon sieht, ja, das ist die Falcon Heavy, die hatte die Woche den Lift auf. Deswegen auch dieses hübsche Command-Shirt aus Star Trek an heute. Ja, die Falcon Heavy ist eine dreistufige Rakete. Man sieht hier jetzt in der Seitenaufnahme zuerst einmal einen der beiden Booster plus die Hauptstufe und ganz oben über der Cargo Bay, wenn man so möchte, die, eigentlich Funnels heißt das glaube ich auf Englisch, Fairings, so, das heißt, das ist dort, wo einfach die Last drinnen ist. Dort ist dann noch eine Stufe, die dann im Weltraum Schub gibt. Was hat es damit auf sich? Ein gewisser Elon Musk, aka ein Mitfounder oder Mitgründer von PayPal, hat irgendwann einmal die Idee gehabt, er will auf dem Mars eine Kolonie aufbauen. Hat unter anderem auch noch gesagt, er möchte elektrische Autos haben statt Verbrennungskraftmotoren und hat einerseits die Firma SpaceX gegründet, die eben für die Marsflüge zuständig ist, und die Firma Tesla hat auch er mitgegründet, die ist wiederum für die Elektromobilität, wie das Zauberwort derzeit heißt, zuständig. So, und in dem Fall gab es ein Merch, sprich SpaceX hat einen Starman hinaufgeschickt in einem Tesla sitzend, fliegt er nämlich Richtung Mars. Einzige Problem an der ganzen Geschichte, man hatte ursprünglich hier eben einen Orbit rund um den Mars geplant. Dort, wo jetzt links Mars-Orbit steht, ist da drüber noch ein weißes, ellipsenförmiges Objekt zu sehen. Das ist eigentlich der Orbit vom Roadster. Auch dieser Überschneidungsbereich zwischen den beiden Orbits ist damit auch markiert. Und man wollte den Roadster eigentlich so eine halbe Ewigkeit rund um die Sonne fliegen lassen. Das hätte dann quasi so ausgeschaut. Das ist ein Roadster. Hier, das ist die Untertassensektion einer NX-01, die steht jetzt für die Sonne. Der hätte einmal so rundherum fliegen sollen. Gut. Und übrigens NX-01, Star Trek, ja, Anspielung, eh schon wissen. Gut, das ist dann doch nicht ganz so geglückt. Was ist passiert? Man hat anscheinend ein bisschen zu viel Gas gegeben, um hier das Wortspiel zu nennen. Und das ist die aktuelle Trajectory, die jetzt der Elon Musk am 7. Februar dann bekannt gegeben hat. Und die bringt das Ding gefährlich nahe an den Asteroidengürtel und möglicherweise in den Orbit von Ceres, so wie es aktuell ausschaut. Soll heißen, man hat ja gemeint, das könnte ja möglicherweise mehrere Millionen Jahre jetzt im Orbit liegen. Dem könnten vielleicht so manche Leute widersprechen, weil in Ermangelung eines Deflektorschirms, schauen wir mal, hier auf der Enterprise sieht man das, auf der Discovery sieht man das auch und auf der NX-01 Enterprise sieht man das auch. Das sind normalerweise so Magnetfelder, wenn man so möchte, die dafür sorgen, dass Objekte aus der Flugbahn geschoben werden. Das ist natürlich jetzt noch Fiktion, aber in die Richtung geht auch die Wissenschaft. Und, Moment mal, wie auch immer, jedenfalls, das könnte derzeit in die Richtung gehen, dass dieser liebe Roadster den macht, sprich irgendwann mal mit einem Asteroiden hineinclasht oder in einen Asteroiden hineinclasht. So, im Gegensatz,
So, jetzt ist aber Folgendes passiert. Der Roadster hat keinen Deflektorschild. Man kennt das aus Raumschiff Enterprise. Und das könnte bedeuten, dass der irgendwann mal mit einem Asteroiden oder mit mehreren Meteoriten oder Mikrofragmenten, was auch immer, zusammenstößt und ziemliche Dellen bekommt. Ob das dann noch eine Versicherung zahlt, bleibt offen. Ja, das heißt auf gut Deutsch gesagt, werden wir Starman als erstes, wie soll ich es am besten formulieren, Monument im Weltraum für unsere Genialität langfristig sehen. Weiß noch keiner, werden wir erst sehen. Leute können sich gerne noch den Livestream anschauen, siehe unten, dann in den Kommentaren. Der hat nur 4 Stunden gedauert, weil dann waren die Batterien leer und ohne VKM-Maschine, also sprich Motor mit Benzin oder Diesel betrieben, geht es halt schwer mit einem Kaltstart. Und ja, Kaltstart im Weltraum hat auch irgendwie etwas. Ja, man wird sehen, es ist eine äußerst interessante Geschichte gewesen. Kollege Everyday Astronaut war selber dort. So, jetzt muss ich kurz schauen. Da schiebe ich mich kurz mal zur Seite. So, hier. Die waren auf einem Inselvorsprung und haben von dort aus gefilmt und man sieht eben hier die Falcon Heavy, wie sie den Liftoff hat, also sprich den Flug Richtung Ende der Atmosphäre, also sprich Richtung Orbit. Das Allerlustigste an der ganzen Geschichte ist, weil es halt so erfolgreich war, hat niemand den erwartet. Also man hat ja, weil es ja so erfolgreich war, ist es eben nicht zur Explosion gekommen. Die hat es aber dann am Ende dann doch gegeben, weil was ist passiert? Die Falcon Heavy, so, wie haben wir das? Da habe ich jetzt mal da ein paar Dinger. Besteht aus drei Startsystemen. Das heißt, hier nehme ich jetzt mal für einen Booster den Y-Wing und hier einmal einen X-Wing aus Star Wars. Die beiden bringen die Maschine hoch, werden abgekoppelt, landen simultaneously, also gleichzeitig wieder auf eigenen Landebasis am Land. Und die eigentliche Hauptstufe, die geht in den Orbit, geht wieder zurück, landet dann auf dem Boot. Sprich, sollte am Drohnenboot dann eigentlich landen. Folgendes ist passiert. Das Ding ist 100 Meter entfernt ins Wasser geklatscht mit knapp, was habe ich gehört, 500 Stundenkilometern. Ja, es hat laut Elon Musk dafür gesorgt, dass mehr oder weniger, er hat glaube ich gesagt, das komplette Boot mit Schrapnellen zugeschwommen wurde. Glücklicherweise war es ein Drohnenboot, also einigen wir uns drauf. Hat also soweit funktioniert, die Explosion hat es gegeben, die erwartete, aber nicht direkt am Startplatz und das war definitiv billiger. Gut, so, damit sind wir, glaube ich, soweit fertig. Wie gesagt, sehe Kommentare, ich werde auch auf dem Everyday Astronaut und eben auf SpaceX zum Launchen nochmal verlinken, da könnt ihr euch das dann genauer anschauen. Womit wir bei einem neuen Thema sind, nämlich Studentenverbindungen. Nämlich Studentenverbindungen und auch ich war immer Mitglied einer Studentenverbindung. Um genau zu sein, dem Corps Ottonen zu Wien. Der Deckel zeugt davon, ist aber gar nicht mehr der Originaldeckel, sondern einer, den ich mir später mal auf eBay gekauft habe. War vor 10 Jahren Mitglied. Man sieht mich auch in dem Bild, was ich bei der Umfrage, die ich jetzt auf Facebook gestellt habe, hinzugefügt habe, damit man einfach mal etwas hat als Eyecatcher. Das war übrigens bei einem Trauerkondukt bei der Beerdigung von Erzherzog Karl Ludwig von Habsburg-Lothringen
im Jahr 2008, das ist 10 Jahre her und das war das letzte Mal, dass ich noch überhaupt bei einer Parade teilgenommen habe, Schrägstrich, dass ich in Vollwigs gegangen bin, sprich mit Chaco, Band, Deckel, weißen Buchsen, also Hosen und Aufschlägen und allem Möglichen und natürlich auch noch den Degen. Ich war Gliedkommandeur. Das hört sich jetzt sehr komisch an, ich weiß. Aber das heißt, ich habe diesem Glied vorangestanden und habe das geführt. Das waren drei Personen. Der ganz hinten war Mitglied von der Maximiliana 2, ist mir direkt unterstanden. Und vor uns ist die Maximiliana gewesen. Das war vom Chor Ottonen die quasi Schwesterverbindung, aber katholischer Natur. Ist eine lange Geschichte, darauf will ich gar nicht so sehr eingehen. Um was ging es mir? Ich habe eine Umfrage gestartet, wollte wissen, wieso die Meinung ist, sollen Verbindungsstudenten weiterhin studieren dürfen oder nicht. Das hat bei einigen Leuten dafür gesorgt, dass sie gemeint haben, ja, das tut durchaus Erinnerungen wach. Rütteln, nämlich an schreckliche Zeiten, wo gewisse Bevölkerungsgruppen komplett ausgeschlossen waren von Bildungsmöglichkeiten, insbesondere Roma, Juden, Sinti und so weiter, oder auch Mitglieder slawischer Bevölkerungsgruppen, nämlich in der Zeit des Dritten Reiches. Es gibt natürlich Befürworter für ein solches Verbot, die sind laut unserer Umfrage, die jetzt alles andere wahrscheinlich als repräsentativ ist, in der Minderheit. Nämlich 71 Leute waren grundsätzlich dafür, dass Leute mit Verbindungshintergrund weiterhin studieren dürfen. 8 Leute haben hahaha abgestimmt, also haben das ganz lustig gefunden und einer mit wow, so nach dem Motto, wie kommt man auf so eine Idee? Und 8 Leute waren tatsächlich der Meinung, das gehört raus. Noch etwas muss ich gleich an dieser Stelle noch sagen. Ich hatte vorher die Fragestellung anders gestellt und das war etwas verwirrend. Deswegen entschuldige ich mich auch dafür, weil ich hatte nämlich für Nein stimmen müssen oder jeder musste eigentlich für Nein stimmen, damit man dafür ist, dass die Farbstudenten weiterhin studieren dürfen. Das war ein bisschen falsch formuliert. Ich habe dann die Fragestellung geändert und das war dann für einen parlamentarischen Mitarbeiter nicht ganz nachvollziehbar und ich habe ihm das dann erklärt, weil er mir einen Screenshot geschickt hat, gemeint, jetzt bist du dafür und jetzt und vorher warst du dagegen, was soll das? Und ich habe gesagt, sorry, Fragestellung falsch gestellt, war keine Absicht, war meine erste Umfrage in der Form. Ich war richtig überrascht, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Wir haben mit dem Post über 3500 Leute erreicht und immerhin 107 haben sich mit Reaktionen beteiligt und 24 Kommentare jetzt auch geben oder 26 so. Also, und die sind jetzt nicht alle von mir gewesen, muss ich auch dazu sagen. Also, so gesehen war das durchaus erfolgreich und ich habe das eigentlich gut empfunden. Gut, damit möchte ich das Thema einmal auch wieder schließen. Aber ich möchte noch kurz beim Thema Studentinnenverbindungen bleiben, denn die Dame mit der grünen Bluse und dem Sektglas in der Hand ist niemand geringer als die Staatssekretärin Caroline Edtstadler, um genau zu sein, Magister Caroline Edtstadler, ihres Zeichens Juristin und Mitglied der Salzburger Mittelschülerinnenverbindung Ehrentrudis. Ja. Was ist aber an ihr so besonders? Es geht nicht um ihre Studentenlaufbahn oder um ihre Verbindungszeiten. Es geht um was anderes, nämlich dieses nette Gespräch mit Armin Wolf, was sie am 6. Februar durchgeführt hat und wo sie durchaus interessante Ansätze zum Thema Strafmaßberechnung, wenn man so möchte, in den Raum gestellt hat. Sie war nämlich der Meinung, es wäre durchaus wichtig, auf das Volk zu hören und in Zukunft, auch wenn auf Facebook oder anderen sozialen Medien die Meinung vertreten wird, dass ein Strafmaß nicht streng genug ist, man das
in zukünftige Strafrechtsreformen berücksichtigen sollte. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist das postdemokratisch, weil das würde bedeuten, dass sich die Justiz der emotionalen Gefühlslage der Bevölkerung unterstellen würde, um sozusagen bei Sexualdelikten oder Korruptionsdelikten etc. oder Korruptionsstrafverfahren zu sagen, Moment, die Bevölkerung will ein strengeres Maß, der kriegt nicht 5 Jahre bedingt, der kriegt 10 Jahre bedingt. Oder eine Person, die eben eine Sexualstraftat unternommen hat, kann nicht nach 6 Monaten wieder raus und wird dann in Form einer intensiveren Betreuung außerhalb des Gefängnisses betreut, sondern die muss mindestens 10 Jahre drin bleiben, weil das alles andere wäre eine Verhöhnung der Opfer. Schwieriges Thema, ist mir durchaus klar, wenn es da etliche Leute gibt, die jetzt nicht meiner Meinung sind. Ich persönlich sehe es aber trotzdem, man muss schon zwischen Emotionen und Gefühlen, rechtlichen Rahmen und tatsächlicher Rechtsprechung dann unterscheiden. Und die Justiz sollte doch am Ende des Tages unabhängig bleiben. Und wenn wir beim Thema Unabhängigkeit schon sind, dann blende ich mich jetzt mal hier aus. Dann sieht man nämlich, Frau Edstadler war nämlich selbst einmal eine Richterin am Landesgericht Salzburg und hat zwei Straftäter im Jahr 2010 verurteilt. Das waren zwar Demonstranten, die bei einer unangemeldeten Anti-Fekta-Demo, also sprich gegen die damalige Innenministerin, demonstriert haben und dort einen Polizisten verletzt haben sollen. Ich müsste es jetzt nochmal genau recherchieren, was dann in weiterer Folge war. Jedenfalls hat Edstadler ein Urteil gefällt, nämlich 1 Monat unbedingt und 8 Monate bedingt Haft gegen einen der Angeklagten, und das war selbst dem Staatsanwalt zu viel. Und dann ging man in Berufung, nämlich seitens der Staatsanwaltschaft, was auch eigen ist, und am Oberlandesgericht Linz hat man dann dieses Urteil aufgehoben, hat aber eben gesagt, das muss komplett wiederholt werden, und es steht nach wie vor der Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung im Raum. Näheres steht im Artikel. Ich finde es aber trotzdem interessant. Man müsste prüfen, ob Edstadler damals schon Mitglied der ÖVP war und ob das nicht unter den Befangenheitskriterienkatalog fällt, weil natürlich es ist bekannt, dass viele Richter schon auch Mitglieder von Parteien sind, aber generell es gibt doch die Unabhängigkeit der Justiz, und deswegen bin ich schon der Meinung, dass Mitglieder der Justiz und insbesondere Richter und Staatsanwälte eben nicht Mitglieder in Parteien sein sollten. Aber das ist meine persönliche Meinung. So, das war's eigentlich. Ich verlinke auch auf den anderen Standardartikel, nämlich Willkommen in der Postdemokratie, wo auch eben ein sehr schöner Endsatz steht, nämlich zur Frage, was ist das natürliche Rechtsempfinden, also sprich das, was auch im Nationalsozialismus als das natürliche Volksempfinden bezeichnet wurde. Und da steht nämlich dann folgender Endsatz drinnen. Noch ein kleiner Nachtrag. Mit der Berufung auf das natürliche Rechtsempfinden als Richtlinien für die Gesetzgebung sollte man vorsichtig sein. Das natürliche Rechtsempfinden hat als Zwillingsschwester das gesunde Volksempfinden. Unter Berufung auf dieses wurden in der Vergangenheit abscheuliche Verbrechen begründet. Das möchte ich nur im Raum stehen lassen. Schreibt eure Gedanken in die Kommentare, würde mich durchaus freuen, weil je mehr Leute sich einfach über ein Thema unterhalten, so produktiver und fruchtbarer ist auch der Diskurs darüber. Dazu seid ihr einfach herzlich eingeladen. Zum Abschluss noch ein Programmhinweis. Ich war diese Woche bei Andreas Herz, dem Vizepräsidenten der Steirischen Wirtschaftskammer, zu Gast. Er ist Zeichen. Zum Abschluss noch ein Programmhinweis. Ich war diese Woche bei Andreas Herz, dem Vizeobmann der Steirischen Wirtschaftskammer, zu Gast.
Er ist seines Zeichens auch der Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer Österreich im Bereich Personenbetreuung. Und da haben wir uns eben um das Thema 24-Stunden-Betreuung bei alten und behinderten Menschen zu Hause unterhalten. Ist ein sehr interessantes Gebiet, ist auch ein Gebiet, was mich persönlich betroffen hat, weil meine Tante selbst ein Betreuungsfall bis vor kurzem war. Und wir haben halt uns da durchaus ausgetauscht, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch eben auf der fachlichen Seite. Bis demnächst. Ich wünsche viel Spaß beim Sparen auf den Marsflug. Live long and prosper. Und wenn euch das Video gefallen hat und ich euch nicht zu so viel gequasselt habe, dann gebt es bitte ein Like und teilt es. Danke. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.